Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Samstag. Ja, auch wenn das Wetter heute trüb ist und richtig kalt wieder geworden ist und die Gesamtumstände kennen wir ja alle. Trotzdem einen schönen Samstag. Ja, ist ja so einiges gestern passiert. Vor allen Dingen ein wichtiges Thema, was die AfD betrifft. Aber da will ich jetzt erstmal abwarten. Die nächsten 2 Tage. Was da nun dieser sogenannte Flügel entscheidet und wie das begründet wird dann, um dann nichts irgendwie vorzugreifen. Deswegen werde ich auch das Fazit zur Bayernwahl nochmal verschieben, weil je nachdem, was da jetzt passiert und ja, wie das dann begründet wird, je nachdem, welche Entscheidung da dieser Flügel fällt, wird ja hoffentlich irgendwo erscheinen, auf der Seite des Flügels, in Facebook oder bei Höcke, hat natürlich auch Einfluss auf das Fazit zu dieser Bayernwahl, weil es ist ja auch immer ein Blick in die Zukunft. Und je nachdem, was man da noch für Informationen bekommt, ist natürlich entscheidend, wie das Fazit ausfällt. Ja, gut. Okay. Wie gesagt, alles andere mal schauen. Vielleicht mache ich dann auch noch irgendwo in den nächsten 1, 2 Tagen wieder mal so ein extra Tagesschau-Video, wo wir ein paar Sachen zusammenfassen. Aber im Moment gibt es eh nur ein Thema. Corona, Corona, Corona. Ne? Außer das eine jetzt, was noch dazugekommen ist. Ja, gut. Und damit können wir gleich kommen heute zur 137. Stunde zur Weltgeschichte und der 655. Ja, der 655. Geschichtsstunde von Egon. Gestern in der 136. Mal schauen, ob es heute auch wieder so gut geht mit dem Lesen, weil es wird ja ein bisschen sich wieder verändern. Das hat ja immer hier und da mal bei mir Einfluss auf die Sehfähigkeit. Ja, sieht aber auch die, also die Seite sieht schon mal gut aus. Gestern war im Video zu erfahren über Metropole am Mittelmeer, Phönizier gründen Karthago, dann die legendäre Semiramis, die Wüste blüht in Babylon, mit der Dame, die diese hängenden Gärten ja, entworfen oder veranlasst haben soll. Wo man überlegt, was ist nur eine Legende oder war es vielleicht dieser Nebukadnezar, der es für seine Frau getan hat. Dann hat man Fokus, die Rolle der Frau. Griechinnen bleiben ans Haus gebunden. Und das letzte war gestern Magie im Dienst der Medizin im alten Griechenland. Das ist der Unterschied zur israelischen, zur jüdischen Medizin, haben wir ja vorher schon den Artikel gehabt, die so mit Angst mache, die Leute behandelt haben, in Anführungszeichen, diese jüdischen Ärzte im Vorderen Orient, hier in dieser Geschichte Magie im Dienste der Medizin. Da war nichts von Drohung und wer böse ist, der kriegt Krankheiten und sowas zu lesen. Also die Griechen hatten da schon eine ganz andere Tradition in ihrer Medizin. Und als letztes hat man den spartanischer Erziehungsdrill. Das war 800 bis 600 vor Christus. Ja, waren raue Sitten. Manches von dem kann man heute nicht mehr, das denke ich mal, umsetzen. Ist auch, sagen wir, vielleicht nicht so sinnvoll. Aber manches wäre vielleicht ganz gut, wenn man das der heutigen Jugend wieder beibringen würde. Wie gesagt, ich bin auch Filou gewesen. Aber ich würde schon sagen, dass wir ein bisschen andere noch Wertvorstellungen und Disziplinen hatten, als das, was wir heute dieser Jugend einhämmern. Das Ergebnis kennen wir jetzt in dieser Ausgangssperre, ob die sinnvoll ist oder nicht, aber ist jetzt die andere Frage. Aber ich sage mal so, es soll ja jetzt angeblich auch so sein, dass noch junge Leute betroffen sind von diesem Covid-19, wie ja Corona jetzt heißt. Aber hier zeigt sich wieder, wer sich an was hält und wer nicht. Es sind nicht die bösen Rechten, die alles brechen. Es ist wieder diese bunte rot-links-grün erzogene Jugend, die meint, machen zu können, was sie will. Ja,
Heute geht's weiter und da sind wir gleich um 800 vor Christus oder immer noch. Und zwar fangen wir mit einer Randbemerkung an. Ja, ich sehe schon, ich brauche wieder kein Lämpchen. Das ist wirklich auch dieser Bifokal-Ausschnitt. Die sind ja so unten drin fürs Lesen. Die sind auch besser vom Glas her als vorher das. Um 800 vor Christus. Die Olmeken im heutigen Mexiko benutzen Kautschuk, um daraus Produkte herzustellen. Sie fertigen daraus Bälle und Trommelschläge sowie wasserdichte Versiegelungen. Die Olmeken sind damit die erste bekannte Zivilisation, die den Gebrauch von Gummi kennt. Und weiter geht's mit um 800 vor Christus. Wasserversorgung in Vorderasien. Die in Ostanatolien beheimateten Urartäer verfügen über große Fertigkeit in der Erstellung von Wasserversorgungssystemen. Von ihren technischen Fähigkeiten zeugt ein um 800 vor Christus auf Befehl von König Minua erbauter Kanal. Das etwa 50 Kilometer lange Bauwerk leitet das Wasser aus entfernten Bergregionen über hohe Dämme und in den Felsen geschlagene Rinnen bis nach Tuxpa, in Klammern das heutige Wan, Klammer zu, die Hauptstadt des Reiches. Noch heute dient die Wasserleitung zur Trinkwasserversorgung der Stadt Wan. Auch in Jerusalem stellt wenig später ein ausgeklügeltes System die Wasserversorgung der Bevölkerung sicher. König Hiskia lässt einen 553 Meter langen Tunnel von der Quelle Siloa bis nach Jerusalem bauen. Die technische Meisterleistung des Baus liegt darin, dass der Tunnel von zwei Seiten her vorgetrieben wird und sich die Arbeitstrupps im Berg treffen. Eine hebräische Inschrift erklärt, Zitat: Als noch drei Ellen zu durchstechen waren, so vernahm man die Stimmen des einen, der dem anderen zurief. Und am Tage der Durchstechung schlugen die Steinhauer einander entgegen. Hacke auf Hacke. Zitat Ende. Wie die Baumeister dieses Projekt die präzise unterirdische Vermessung bewerkstelligten, ist ungeklärt. Ja, Wan, also Türkei, muss ich gleich dazu sagen, wieder für die unwissenden Rot-Links-Grünen, die uns die Bundwelt einreden wollen und dass der Moslem gut ist und das Islam. Haben auch nicht Islamer gebaut, Türken gab es damals auch noch nicht in der Gegend, ist nur heute Türkei. Damals waren es die Urartäer, also ein ganz anderes Volk, die mit den heutigen Osmanen null und nichts zu tun haben. Ja, weiter geht's. Um 800 vor Christus, Stadtgründung auf Euböa. Auf Euböa legen frühe Siedler den Grundstein für die Stadt Eretria, die im 8. und 7. Jahrhundert vor Christus ihre Blüte erreicht. Sie wird nach Chalkis die zweitgrößte Polis auf der griechischen Insel. Als erste Siedlungsspur gilt ein von Archäologen als Haus H, wie Heinrich, ne, bezeichnetes Gebäude. Es wird 1970 bei Grabungen am Fuß der Akropolis entdeckt. Das Fundament ist fast vollständig erhalten. Es ist in einen Hauptraum mit halbrundem Abschluss und eine durch Stützen getragene Vorhalle unterteilt, die vermutlich ein Pultdach trug. Der Hauptraum war durch ein Satteldach geschützt. Und noch einen Artikel ohne Bild auf dieser Seite um 790 vor Christus. Adad-nirari festigt Assyrien. Der assyrische König Adad-nirari III. Versucht, das geschwächte Reich zu konsolidieren. Vor allem die Rückeroberung des aramäischen Syrien ist dem Herrscher ein Anliegen. Hier liegen die für den Außenhandel wichtigen Seehäfen. Bei seinen militärischen Unternehmungen gelingt es Adad-nirari bis nach Damaskus vorzustoßen. Die unterworfenen Fürsten leisten dem Eroberer Tribut. Entschuldigung. Kurzes Bäuerchen. Die unterworfenen Fürsten leisten dem Eroberer Tribut, bleiben aber weitgehend autonom.
Auch der Grenzverlauf zu Babylonien wird unter Adad-Nirari neu geregelt. Lediglich der von den Urartäern kontrollierte Norden des Landes bleibt außerhalb des assyrischen Machtbereichs. So, und jetzt kommen wir gleich zur ersten Seite mit einem Bild. Zeitmäßig sind wir schon ziemlich weit, aber ich habe schon mal vorgeblättert, diesmal wieder. Auf den folgenden Seiten kommt gleich nur noch eine Randbemerkung, relativ viele Bilder, die groß sind. Wir könnten, ich will es euch versprechen, vielleicht heute 10 Seiten schaffen. Weiter geht's, 782 vor Christus. Urartäer erbauen Festung. Der urartäische König Argishti der Erste gründet die Festung Eribuni auf dem Hügel Arinbert, östlich der heutigen armenischen Hauptstadt Erevan, hat man schon mal erwähnt. Von seiner Herrschaft zeugen Inschriften, die bei Ausgrabungen in Eribuni gefunden werden. Argishti ist der fünfte König Urartus. Die Königsdynastie der Urartäer lässt sich bis zu Aramu, in Klammern um 860 vor Christus, Klammer zu, zurückverfolgen. Zwar standen die Urartäer zu dieser Zeit noch im Schatten der übermächtigen Assyrer, doch verschob sich nach dem Tod des assyrischen Königs Salmanasar II. Das Machtverhältnis im armenischen Raum. Schon der vierte König Minua, in Klammern zu Deutsch der Eroberer, Klammer zu, dehnte die urartäischen Grenzen aus. Mit der Gründung Eribunis unter Argishti dem Ersten erlebt das Reich einen vorläufigen Höhepunkt. Argishti bringt die gesamte Ararat-Ebene sowie das Tal des Araxes unter seine Herrschaft und sorgt durch diesen Landgewinn für höhere landwirtschaftliche Erträge und größere Viehherden. Von besonderer Bedeutung ist die Kontrolle der Urartäer über die Kupferminen des kleinen Kaukasus, die einen Aufschwung der Metallindustrie ermöglichen. Argishtis Nachfolger Sarduri II. Stößt in den südlichen Transkaukasus und ans Schwarze Meer bis Kolchis vor. Sein Reich dehnt sich bis zu 800 Kilometer in ost-westlicher und 500 Kilometer in nord-südlicher Richtung aus. Ganz schönes Stückchen Land, ne? Ja, hat man ja schon einiges über die Urartäer erfahren, auch diese Liste der Könige. Da bis 585 vor Christus war dann der letzte, wenn ich mich recht entsinne, oder 565. Ja, und hier haben wir noch ein Bild dazu. Urartäische Kunst. Geflügelter Bulle aus Toprakale. Die Figur war vermutlich dekorativer Teil eines Möbelstücks. Das fehlende Gesicht könnte aus Elfenbein gefertigt gewesen sein. In Klammern Bronzefigur, 8. Jahrhundert vor Christus. Und da sehen wir schon, jetzt ist schon die erste Seite. Für die haben wir ganz nicht lange gebraucht, weil da ein großes Bild mittendrin ist. Und noch einen Schluck Milch. Irgendwie kluckert mir heute der Magen. Ich hoffe, man hört es nicht im Video. So, weiter geht's. Und da sind wir schon auf Seite 3 jetzt. Und da sind wir 781 vor Christus. Ende der westlichen Shu. Mit dem Amtsantritt von König Yu, in Klammern zu Deutsch dem Düsteren, Klammer zu, beginnt der letzte Abschnitt in der Geschichte der westlichen Zhou-Dynastie. Zhou gelingt es nicht, wird geschrieben wie das englische Yu, Yuu, Yu oder Zhou gelingt es nicht, sein Reich vor Barbaren und aufstrebenden Lehnsfürsten zu schützen. Der Fürst des Nachbarstaates Shen verbündet sich mit den gefürchteten Rong-Barbaren und dem Lehnsstaat Zheng gegen die Shu. Streitigkeiten um den legitimen Thronfolger König Yus lösen die Auseinandersetzungen mit dem Fürsten von Shen aus.
Ja, der offizielle Thronfolger ist der älteste Sohn von Yu und seiner Hauptfrau, einer Tochter des Fürsten von Shen. Damit ist der Fürst von Shen durch Blutsbande an die Shu gebunden. Doch König Yu verfällt der Konkubine Bao Zi aus dem ehemaligen Herrscherhaus der Xia, setzt sie an die Stelle seiner Hauptgemahlin und ernennt ihren Sohn zum Thronfolger. In der chinesischen Geschichtsschreibung wird Bao Zi äußerst negativ dargestellt. Der König lässt sie zu ihrer Erheiterung die Signalfeuer entzünden, die eigentlich die königstreuen Lehnsfürsten zur Verteidigung der Schuhländereien rufen sollen. Dies gefällt Bao Zi so sehr, dass der König die Signalfeuer des Öfteren nur zu ihrem Vergnügen entfachen lässt. Die jedes Mal zur Hilfe eilenden Lehnsfürsten müssen unverrichteter Dinge wieder abziehen. Als der Fürst von Shen erbost darüber, dass sein Enkel nicht mehr Thronfolger ist, seine Truppen in die Ländereien des Königs führt, reagiert niemand mehr auf die Signalfeuer. Die Rebellen zerstören die Hauptstadt der Shu. Dabei werden der König und sein Thronfolger erschlagen und fast alle Reichtümer des Königshauses von den Barbaren geplündert. In den nachfolgenden Wirren um die Thronfolge etablieren sich zwei Könige, Ping Wang aus dem Hause des Fürsten von Shen und Shi, ein weiterer Sohn Yus. Aus den Thronstreitigkeiten geht Ping als König hervor. Kurzes Bäuerchen, Luft rauslassen. Eine seiner ersten Amtshandlungen ist im Jahre 770 vor Christus die Verlegung der Hauptstadt in das weiter östlich gelegene Shengshu. Damit beginnt die östliche Shu-Zeit. Ja, was sagt uns das, wenn man laufend Alarm schlägt, ohne dass wirklich was ist, reagiert irgendwann keiner mehr. Ja, und dann ist irgendwann Ende mit lustig. Vielleicht auch so eine kleine Nachricht an unsere Regierenden. Weiter geht's mit zwei Bildern dazu. Die östlichen Shu lösen die westliche Shu-Dynastie ab. Dolch mit goldenem Griff aus der Zeit der östlichen Shu, gefunden in Jimen, also Shu wird immer Zhou geschrieben, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und Jimen, das ist Yimen, in Klammern, also Jimen, in Klammern auch Shangxi genannt, geschrieben Shaanxi, Klammer zu, sage ich bei diesen Namen immer noch mal dazu, für den Fall, dass ich vielleicht nicht ganz perfekt ausspreche, dass man weiß, wie es geschrieben wird, falls man es vielleicht mal suchen will in Google, Wikipedia, etc. Wenn man von Herakles oder so spricht, da weiß weder ich, wie es gesprochen wird und wie es dann auch geschrieben wird in der Regel. Bronzene Weinkanne für den rituellen Gebrauch aus der Zeit der westlichen Shu-Dynastie. Sie wurde in Fu Feng Shensi gefunden. Shensi, Shensi. Also Fu Feng vorne, wie man spricht, wird es auch geschrieben. Fu Feng Shensi. Da haben wir die bronzene Weinkanne. Und schon sind wir tief in der Seite 4. Dort kommt noch ein halbseitiger Artikel. Und da sind wir wieder in Europa, in dem heutigen Griechenland. Um 780 vor Christus. Sparta und Messenien im Krieg. Spartaner dringen in die nördlich gelegenen Regionen Messeniens vor und greifen dessen ebenfalls dorische Bevölkerung an. Der erste von drei messenischen Kriegen beginnt. Über die Eroberung Messeniens sind kaum Überlieferungen erhalten. Das Wenige, das sich über die messenischen Kriege findet, stammt vor allem aus den Versen des antiken spartanischen Dichters Tyrtaios und aus einem Epos von Rhianos.
Danach gelingt es den Spartanern im ersten messenischen Krieg, Nordmessenien zu unterwerfen. Dabei bleibt das Land aber vorerst in der Hand seiner ursprünglichen Bewohner. Ein Aufstand der Messenier führt jedoch bereits in der Mitte des 7. Jahrhunderts vor Christus zum Zweiten Messenischen Krieg, durch den die Spartaner das Land vollständig unter ihre Kontrolle bringen. Der überwiegende Teil der messenischen Bevölkerung flieht, vor allem in die griechischen Kolonien Unteritaliens. Die besiegten Messenier werden zu Heloten, in Klammern Staatssklaven, zu Deutsch Klammer zu, und müssen die Hälfte der landwirtschaftlichen Erträge an Sparta abliefern. Als Heloten stehen sie unter Überwachung durch staatliche Institutionen Spartas und befinden sich faktisch weiter im Krieg. Eine Erhebung des Aristomenes löst Anfang des 5. Jahrhunderts vor Christus den dritten und letzten messenischen Krieg aus. Erneut kommt es zu Auswanderungen nach Unteritalien, unter anderem nach Zankle, das zu dieser Zeit den Namen Messene, in Klammern Messina, Klammer zu, erhält. Ja, hört sich mal so an, also wie als Heloten stehen sie unter Überwachung durch staatliche Institutionen Spartas und befinden sich faktisch weiter im Krieg, könnte auf uns Deutsche zutreffen. Wir stehen immer noch unter der Überwachung staatlicher Institutionen aus Amerika, hier Verfassungsschutz genannt, ne, und der Israeliten. Das sind ja im großen Teil jetzt mittlerweile unser Verfassungsschutz in vielen Bundesländern und mit ein paar Halunken, die sich dafür hergeben, die angeblich auch Deutsche sind und die Deutschen überwachen. Ne? Also wir sind jetzt Heloten. Ne? Ja. Hier haben wir noch ein Bild dazu. Griechische Bronzeskulptur eines spartanischen Kämpfers. In Klammern spätes 6. Jahrhundert vor Christus. Also wir sind so, offiziell sind wir selbstständig, sind wir ein eigenständiger Staat. Aber in Wirklichkeit dürfen wir eigentlich selber gar nichts machen. Weil sobald sich eine Partei zum Beispiel gründet, die Herrn Schuster und Frau Knobloch nicht gefällt, wird so lange gemacht, bis sie irgendwann verboten wird. Ne? Ne? Also nur wer denselben Scheiß nachfaselt, was jeder faselt, der darf in diesem Lande Politik machen. Das ist die Quintessenz aus dem, was wir die letzten Jahre wieder ganz deutlich erlebt haben und was sich gerade auch wieder bei der AfD abspielt. Weiter geht's mit Seite 5 und jetzt haben wir eine ganze Menge Zeit rausgeholt und hier sind auch wieder zwei große Bilder und keine Randbemerkungen. Ab, wenn wir mal kurz gucken, dass ich ja nichts übersehen habe, haben wir gezeigt. Gut, das war nochmal die Bronzeskulptur, die griechische. Ab 776 vor Christus. Die ersten Olympioliken. In Olympia, in der Landschaft Elis, finden sportliche Spiele zu Ehren des Göttervaters Zeus statt. Als Austragungsort dient das archaische Stadion. In der Folgezeit werden diese Wettkämpfe als Olympische Spiele alle 4 Jahre stattfinden. Das archaische Olympiastadion am Fuße des Kronos-Hügels ist schlicht gehalten. Und bevor wir da, ich denke mal, jetzt kommt eine Beschreibung dazu. Also da kommt Schluck Milch, Schluck Kaffee und jetzt ein Schluck Milch. Das archaische Olympiastadion am Fuße des Kronos-Hügels ist schlicht gehalten. Marmorne Startschwellen für die Läufer, eine Kampfrichtertribüne und ein Altar der Demeter. Darin erschöpft sich die Ausstattung. Die Zuschauer sitzen oder stehen auf Erdwellen, die rings um das Oval der Laufbahn aufgeschüttet sind. Ja, das ist richtig Sport. Kein Bromborium und bla 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 drumherum, sondern einfach nur laufen, springen, hüpfen, boxen und sonstiges. Das stand im Mittelpunkt und nur das Notwendigste. Das Stadion hat eine Länge von 600 Fuß. In Klammern umgerechnet rund 192 Meter, Klammer zu, sowie eine Breite von 100 Fuß, in Klammern rund 32 Meter, Klammer zu. Diese Grundmaße werden beibehalten, als man das Stadion in der klassischen und in der nachklassischen Zeit noch jeweils einmal verlegt.
Ursprünglich reicht es in der Altis, dem heiligen Bezirk, bis an den Zeusaltar heran. Zuletzt liegt es außerhalb der Altis, um mehr Platz für Zuschauer zu schaffen. Südlich des nachklassischen Stadions liegt das Hippodrom, in Klammern 384,5 Meter lang, ca. 190 Meter breit, Klammer zu. Im oberen und unteren Halbkreis steht je eine Säule als Wendepunkt. Die Reiter haben eine Runde, in Klammern ca. 769 Meter, Klammer zu, zurückzulegen. Auf der gegenüberliegenden Seite der Altis verfügen die Athleten zum Training über ein Gymnasium und einen mit Sand bedeckten Übungsplatz. Und da haben wir ein Bild von dem Gelände, wie trotz alledem, dass es schlicht gemacht war. Das, was halt notwendig war für den Sport, sieht trotzdem imposant schon aus. Die Rekonstruktion aus den 1960er Jahren zeigt die Anlagen von Olympia, wie sie sich nach neueren Erkenntnissen zu römischer Zeit um das Jahre 300 vor Christus herum präsentiert haben. Im Zentrum liegt der von Säulen umstandene Zeus-Tempel. Kann man im Internet viel drüber erfahren, über diese Olympischen Spiele der Antike, sehr interessant. Habe ich mal eine Zeit lang, wo noch nicht Merkel uns bereichert hat mit ihren Freunden, nicht noch mehr Zeit hatte, habe ich da aus dem Englischen mal so eine Sache übersetzt, wo viel, viel zu erfahren war. Interessante Geschichte dieser Olympischen Spiele von damals. Weiter geht's. 774 vor Christus. Die Heräen, Spiele der Frauen. Die ausschließlich von Männern veranstalteten Olympischen Spiele sind das Gegenstück der seit drei Jahrhunderten zu Ehren der Göttin Hera gefeierten Frauenfeste, den Heräen. Alle vier Jahre zwischen den Männerwettkämpfen feiern die Frauen zu Ehren der Zeusgöttin Hera vor ihrem Tempel in Olympia dieses Fest. Während der zehnmonatigen Vorbereitungszeit weben 16 Frauen den Peplos, einen Umhang, der nach einem Reinigungsritual mit Ferkelblut der Göttin dargebracht wird. Nach einem Opfer auf einem riesigen Aschealtar folgt der Wettkampf vor der Göttin. Die Frauen treten in drei Altersstufen an. Ihr Turngewand hängt nur über der linken Schulter. Die rechte Brust bleibt unbedeckt. Die Siegerin erhält einen Kranz aus Zweigen des heiligen Olivenbaums und einen Teil des Opfertiers. Tja, guck mal an, die Griechen. Die haben sogar extra Olympische Spiele nur für die Frauen gemacht. Also nichts mit Mischi-Maschi oder sonstiges hat da funktioniert. Und sie waren sogar vorher dabei, solche Sportspiele zu machen als die Männer, wie wir erfahren haben. Diese Heräenspiele, die gab es schon vor den Olympischen Spielen. Und ihr habt mal ein Bild davon, das ist wahrscheinlich so eine Heräen. Und das Schlimme ist sexistisch, eine Brust war frei, Gottes Willen. Was für ein Geschrei wäre heute. Heute wird ja bevorzugt, dass sich die Frauen sogar verschleiern. Das ist Befreiung der Frau. Bronzestatuette einer spartanischen Läuferin. Sie trägt ein kurzes, an der Taille gegürtetes Gewand, wie es nur in Sparta üblich ist. Griechinnen aus anderen Regionen treten in einem Turngewand an, das eine Brust freilässt. In Klammern um 530 vor Christus. Na guck an, sieht ja fast aus schon wie ein Minikleid, ne? Mamma mia, was da bei den Griechen schon möglich war. Und in den 1960er Jahren, da war das die Befreiung der Frau, der Minirock. Und jetzt demonstrieren sie alle dafür, dass Niqab und Verschleierung getragen werden können, weil das ja Gleichberechtigung ist. Muss jeder sich das machen können, ne? Und Kopftuch, ganz, ganz wichtig, Kopftuch. Das ist der neue Ausdruck der Gleichberechtigung der Frau. Kopftücher. Verrückt, verrückt. Um 770 vor Christus. Israels Blütezeit unter Jerobim den Zweiten oder Jerobeam, also Beam, wie Mr. Beam geschrieben, ne? Beam.
Jerobim der Zweite, würde ich es mal so aussprechen, und es kann aber auch Jerobeam heißen. Der israelitische König Jerobim oder Jerobeam der Zweite führt das Nordreich auf den politischen und wirtschaftlichen Höhepunkt. Dem Regenten gelingt es, das Ostjordanland von Syrien zurückzuerobern. Damit ist das Reich in den Grenzen wiederhergestellt, die es auch während der Herrschaft der Könige David und Salomo besaß. Mit den außenpolitischen Erfolgen setzt ein wirtschaftlicher Aufschwung ein. Insbesondere die Hauptstadt Samaria und der Königshof erleben eine Blütezeit. Da die einfache Bevölkerung von dem Wohlstand weitgehend ausgeschlossen bleibt, verschärfen sich aber die sozialen Unterschiede. Dagegen protestieren die Propheten Amos und Hosea und fordern das Volk zur Rückkehr zum Gott Jahwe auf. Und dann sind wir schon auf Seite 7 und 8, und jetzt sind wir schon wieder relativ gut in der Zeit. Und wir werden sehen, wenn wir den Fokus rumkriegen. Und da sind wir bei den Olympischen Spielen der Antike. Mal kurz Luft rauslassen. Oh, Entschuldigung, man hat es nicht zu sehr gehört. Fokus: Wettkämpfe in Olympia. Die friedenstiftende Idee der Spiele. Heute wird es als politische Zwecke genutzt, um andere zu bekämpfen. Als 776 vor Christus zum ersten Mal Athleten in Olympia zusammenkommen, um sich im Wettkampf zu messen, geschieht dies nicht nur aus sportlichem Ehrgeiz. Die Olympischen Spiele sind vielmehr auch ein Symbol für den Frieden zwischen den Völkern. Die Wettkämpfe haben daher von Anfang an kultischen Charakter. Aber damit ist nicht gemeint, dass sich alle Völker miteinander vermischen sollen, sondern dass man einfach friedlich miteinander auskommt. Ne? Ne? Wird auch heute viel vermischt und so gedreht, wie man es braucht. Die Anfänge der Olympischen Spiele gehen zurück auf die Zeit zwischen dem 15. und 8. Jahrhundert vor Christus. Sagen und Mythen berichten davon. Der Ort Olympia erscheint darin als einer der ältesten Schauplätze für Totenfeiern und Fruchtbarkeitsfeste mit Fackelläufen, Zweikämpfen, Wettstreiten und Wagenrennen. In der Zeit von 776 bis 472 vor Christus entwickeln sich die Spiele in Olympia zu ihrer endgültigen Form. Die Wiederbegründung, die eigentlich doch eine Neugründung ist, beruht auf einer politischen Entscheidung. Die messenischen Kriege lassen es den Königen von Elis und Sparta geraten erscheinen, ein Bündnis zu schließen. Um dieser Allianz sichtbaren Ausdruck zu verleihen, halten sie die Einrichtung eines kultischen Festes für zweckmäßig. Ein Friedensstörer hat von nun an nicht nur die Heere der verbündeten Städte, sondern auch den Zorn des beleidigten Gottes zu fürchten. Der stärkere Partner unter den beiden Verbündeten ist Sparta. Die Spartaner, denen mehr an der Förderung militärischer Tüchtigkeit als an Festen liegt, treten als die mächtigen Schutzherren des heiligen Ortes Olympia auf. Die Eleer erkennen die politische Vorherrschaft Spartas an und widmen sich dafür mit besonderem Eifer der Leitung und Ausgestaltung der Spiele. Und weiter geht's mit dem ersten Unterabschnitt. Wettkämpfe werden zum Kult. Alle 4 Jahre sollen sich von nun an ausgewählte Athleten in einem sportlichen Wettkampf zu Ehren der Götter miteinander messen. Zugelassen sind lediglich freie Griechen. Sklaven und Angehörige fremder Völker dürfen an den Spielen nicht teilnehmen. Für alle Sportler gelten strikte Zulassungsbeschränkungen. Die Teilnehmer dürfen noch nicht mit dem griechischen Gesetz in Konflikt geraten sein und sollen 9 Monate in der Heimat sowie 30 weitere Tage in Olympia trainiert haben. Die Adligen der Städte, später auch professionelle Athleten, bereiten sich auf die Wettkämpfe vor. Gleichzeitig mit Ankündigung der Spiele beginnt der Olympische Friede. Die untereinander verfeindeten Stadtstaaten verpflichten sich, bis zum Abschluss des Festes den Frieden zu wahren. Die Sportler geloben, fair gegeneinander zu kämpfen.
Einen Monat vor Beginn der Spiele reisen die Teilnehmer in das Alpheostal am Rande des arkadischen Gebirges. Dort trainieren sie im heiligen Bezirk der Kultstätte Olympia. Die Spiele werden kurz nach der Sommersonnenwende mit zahlreichen Opferhandlungen eröffnet. Danach folgt zunächst nur ein einziger Wettkampf. Der Stadionlauf über das Längenmaß einer Stadie gleich 192,27 Meter. Bis 724 vor Christus bleibt es beim Stadionlauf als einziger Disziplin. Bei der 14. Austragung der Olympischen Spiele wird das sportliche Programm um eine neue Disziplin erweitert. Es kommt der Lauf über die doppelte Stadionlänge hinzu. Nach und nach kommen weitere Disziplinen dazu. Die Festspiele bestehen aber nicht nur aus sportlichen Veranstaltungen. Im Mittelpunkt stehen zu Beginn vor allem kultische Handlungen und Opfer für die griechischen Götter. Auf Geheiß des Orakels von Delphi erhält der Sieger einen Kranz aus Lorbeer, der im Namen des Gottes Apollon verliehen wird. Mit dieser Art der Auszeichnung bekommen die sportlichen Leistungen selbst kultischen Charakter. War, glaube ich, auch noch so bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit, 1896 in Griechenland. Da gab es auch keine Medaille, da gab es auch so einen Lorbeerkranz auf dem Kopf. Ne? Gab es als höchstes, glaube ich, die Silbermedaille. Ich weiß nicht, ob sie schon Medaillen vergeben haben, aber auf jeden Fall gab es einen Lorbeerkranz. Weiter geht's mit dem letzten Artikel, Unterartikel zu diesem Fokus, und der ist relativ kurz. Stiftung von Held Herakles. Der Ursprung der Olympischen Spiele geht auf die griechischen Mythen zurück. Einer Sage nach soll der Held Herakles Begründer der Spiele sein. Er wurde von König Augias von Elis beauftragt, dessen Stelle auszumisten. Dafür leitete Herakles den Fluss Alpheus kurzerhand um, so dass das Flusswasser durch die Stallungen floss und die Stelle säuberte. Ne, wie praktisch. Über diese Methode kam es zum Streit zwischen Herakles und König Augias, wobei Herakles den König erschlug. Als Dank für seinen Sieg soll Herakles die Olympischen Spiele gestiftet haben. Einer anderen Sage nach hat Herakles, Großvater Pelops, die Spiele als Dank für seinen Sieg über König Eunomaos von Pisa gestiftet. Pelops hatte um Hippodamea, die Tochter von Eunomaos, geworben. Also wieder mal Mord und Totschlag um eine Frau. Mamma mia, immer dasselbe. Gell? Egal wie die Geschichte alt ist. Das werden uns auch christlich-jüdisch links-rot-grün verblödete Neumenschen nicht austreiben. Der Menschheit die uralten Instinkte zu behalten, die sind mal drin. Ja, aber das denken halt christlich-jüdische Rot-Links-Grün-Kommunisten halt immer wieder, dass sie das können. Und scheinen und tun sie immer wieder. Ja, zwei Bilder haben wir noch dazu. Der olympische Diskuswerfer des griechischen Bildhauers Myron in einer römischen Kopie. Kennt vielleicht der ein oder andere. Da ist er. Und dann haben wir noch das zweite Bild. Amphore, die dem Sieger beim Wagenrennen anlässlich der Panathenäen, in Klammern Fest zu Ehren der Göttin Athene, Klammer zu, überreicht wurde. In das olympische Programm wurden Wagenrennen erst 680 vor Christus aufgenommen. Ja, und heute sieht es gut aus, und zumal die nächste Seite, das weiß ich schon, relativ stark bebildert ist, machen wir noch zwei Seiten heute, die schaffen wir. Ja, weiter geht's, 753 vor Christus, und dann wieder ein ganz großer Moment für die Geschichte. Ewige Stadt gegründet. Der Legende nach gründet Romulus am Tiber die Stadt Rom. Der Gründungsmythos der ewigen Stadt geht auf den Helden Aeneas zurück. Entschuldigung, Luft muss raus.
Der Gründungsmythos der ewigen Stadt geht auf den Helden Aeneas zurück, der sich aus dem brennenden Troja habe retten können und nach siebenjähriger Irrfahrt in Latium gelandet sei. Die Zwillinge Romulus und Remus sollen indirekt von Aeneas abstammen. Sie werden nach ihrer Geburt vom König Amulius von Alba Longa, in Klammern heute Castel Gandolfo, Klammer zu, ausgesetzt und von einer Wölfin gesäugt. Nachdem die Jünglinge herangewachsen sind, beschließt Romulus, auf dem Palatin, einem der sieben Hügel Roms, eine Stadt zu gründen. Remus jedoch verspottet ihn und springt über den entstehenden Mauerring, um seine Überlegenheit zu beweisen. Da erschlägt ihn der Bruder, baut die Stadt aus und ernennt sich zum König. Der römische Gelehrte Marcus Terentius Varro errechnet im 1. Jahrhundert vor Christus den Tag der Stadtgründung, den 21. April 753 vor Christus natürlich. Dennoch gibt es keinerlei Belege für einen König namens Romulus. Tatsächlich entwickelt sich die Stadt aus einem Zusammenschluss bronzezeitlicher Siedlungen am Tiber. Der Name Rom leitet sich von dem etruskischen Geschlecht der Roma ab. Und haben wir noch ein Bild dazu, wie sie säugen an der Wölfin. Bronzefigur der kapitolinischen Wölfin, die Romulus und Remus gesäugt haben soll. Die lange Zeit gehegte Vermutung, dass es sich bei der Wölfin um ein etruskisches Werk handelt, wird neuerdings angezweifelt. Die Figuren der Knaben werden erst im Barock ergänzt. Ja, dann all solche Sachen, die sind verboten, Kennzeichen, verfassungswidrig, wird auch in Italien, ist alles faschistisch, wer so an seine Traditionen anknüpft, weil der christlich-jüdische Glaube sich seit, und da kommen wir auch hin, so rund 500 war das, glaube ich, in der Welt von dort aus, als von diesem Herrn Konstantin, dem Kaiser, damals zur Staatsreligion erhoben worden ist, ausgebreitet hat. Und überall, wo die christlich-jüdische Kultur hinkommt, wird alles andere vernichtet. Genauso wie der Moslem, genau dieselbe semitische Geschichte. Weiter geht's. Und da machen wir erst die Randbemerkung weg, um 750 vor Christus. In Griechenland hat sich eine eigene Schrift entwickelt. Ihre Buchstaben sind aus dem phönizischen Alphabet hervorgegangen. Zu dieser frühen Zeit werden sie noch von rechts nach links geschrieben. Also das Griechische kommt aus dem Phönizischen. Weiter geht's. Um 750 vor Christus. Anonymer Meister zeigt sein Können. Der in Athen lebende sogenannte Dipylon-Maler bringt es bei der Dekoration von Vasen zu hoher Kunstfertigkeit. Die Bezeichnung des Künstlers leitet sich vom Dipylontor auf dem antiken Athener Friedhof in Klammern Kerameikos, Klammer zu, ab, an dem viele seiner Arbeiten gefunden werden. Als eines der bedeutendsten Werke gilt eine Amphore im geometrischen Stil. Die im Archäologischen Nationalmuseum Athen aufbewahrte Vase stand ursprünglich oberirdisch auf einem Grab. Das 1,55 Meter hohe Gefäß hat einen zylinderförmigen Hals, der circa ein Drittel der Gesamthöhe ausmacht. Ein rechteckiges Bildfeld zwischen den Henkeln zeigt schematische Figuren bei der Totenaufbahrung. 2002 wird eine Jünglingsfigur des Malers entdeckt. Und da haben wir noch eine Erklärung zu dem Bild, was jetzt kommt. Diese auf dem Athener Karameikos gefundene Amphore des sogenannten Dipylon-Malers zeigt mit ihren abstrakten geometrischen Mustern, darunter auch stilisierte Tier- und Menschenfiguren, einige Hauptmerkmale des geometrischen Stils. Wir sind zwar jetzt schon bei fast 45 Minuten, aber wir bleiben weit unter 50, da gehe ich von aus. Es kommen noch zwei Artikel, aber ganz kurze. Ohne Bild. Ja. Um 750 vor Christus
Hochhäuser in Theben. Die Bewohner der griechischen Stadt Theben, also nicht mehr die ägyptische, sondern die griechische, errichten die vermutlich ersten Gebäude mit 4 oder 5 Geschossen. Nochmal Luft rauslassen. Mehrstöckige Bauten sind bereits seit der Jungsteinzeit bekannt, wie Tonmodelle von Tempeln belegen. Sie verfügten allerdings lediglich über 2 Stockwerke. Der Bau von Häusern aus weichen Lehmziegeln ließ mehr Geschosse nicht zu. Den Griechen hingegen stehen Stein und Holz in großen Mengen zur Verfügung. Sie erlauben es, Balkenkonstruktionen und Flachdächer einzuziehen. Die Balkenzwischendecken verleihen Gebäuden auch in größeren Höhen noch Stabilität. Jetzt geht's jetzt in der Nase. Und dann kommen wir zum letzten Artikel, der ist genauso lang. Ebenfalls um 750 vor Christus. Monumente der Eisenzeit. Der chinesische König Ping Wang lässt eine 13 Meter hohe Pagode aus Gusseisen anfertigen, die als Kultstätte dient. In Indien war bereits etwa 50 Jahre zuvor ein Obelisk in der Nähe des heutigen Delhi aufgestellt worden, der aus Gusseisenstücken zusammengeschweißt ist. Der unter dem Namen Kutub-Säule bekannte Obelisk ist 16 Meter lang und bis zu einer Höhe von 7 Metern in den Boden eingetieft. Er ist so präzise verarbeitet, dass keine Schweißnähte zu sehen sind. Mit diesen kolossalen Denkmälern aus Gusseisen entstehen in China und Indien die frühesten Monumente der Eisenzeit. Und jetzt fängt da draußen irgendjemand zu mähen an oder was weiß ich. Ich hoffe, es ist nicht mit auf dem Video drauf. Hätte noch 2 Minuten warten können. Ja, gut. Ich habe schon gesagt, also wir kommen nicht in die Nähe der 50 Minuten. Wir sind durch. Haben heute wieder mal 10 Seiten geschafft, weil heute war eigentlich mehr so Geschichte, die man nicht groß kommentieren muss dabei. Und da hoffe ich trotzdem, dass euch das Video heute auch wieder gefallen hat. Das eine oder andere Interessante für euch dabei war, all das wieder aufgefrischt wurde oder neues Wissen hinzugekommen ist. Und damit es nicht noch länger wird, mache ich es wieder ganz schnell und fix und verabschiede mich wie immer auch heute mit haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch und zusätzlich momentan bleibt gesund. Euer Egon.